So, ja, der Lockdown ist vorbei. Wir sitzen hier noch ein bisschen am Adventskranz, wollten unsere Theaterkarten, die wir nicht einlösen konnten, jetzt einlösen, aber das Ticketzentrum ist total überlastet. Das war so ein kleiner Wermutstropfen. Ja, es ist nicht nur das Ticketzentrum ist überlastet, also weder die Hotline noch das Internet, auf das sie verweisen, funktionieren. Und ja, das ist so eine Stunde Ja. sich damit befassen, ohne sich zu ärgern, ist Schwierig. schwierig. Ja. Wir haben jetzt hier schon unseren Kaffee verlängert und naja, über dies und das und jenes gesprochen. Ja. Draußen bauen die Kinder Schneemänner in der Schulpause. Haben gelesen, dass es jetzt wahrscheinlich wieder wärmer wird. Haben vorhin mal überlegt, wo wir Aramäisch lernen können, konnten. Aber auch da sind wir auch nicht weitergekommen, ne? In Graz. Ja. Aramäisch, weil das die Sprache von Christus gewesen ist und angeblich, du liest ja das Graz, das Buch von Franz Alt, ich werde das auch noch lesen. Wenn im Aramäischen, wenn man das liest, eigentlich viele Dinge ganz anders zu Sich werten sehen, sich erschließen. erschließen. Naja, und die ganzen oder ein Großteil von den nachträglichen Interpretationen und Überlieferungen kann sich damit dann auch relativieren. Ja, ich hatte es jedenfalls geträumt, dass ich unterwegs wäre zum Aramäischkurs und dann bin ich aufgewacht, ja, ohne dann fündig zu werden. Ja, und hier haben wir gar nicht mehr drüber geredet. Gestern ist ja schon wieder 24 Stunden vergangen, dass wir Ja. jetzt hier unser Raclette-Gerät auch eingeweiht haben gestern. Und das ist, ja, es war Ein ganz Genuss angenehm, ganz war. Genuss und ganz anders. Also der besondere Genuss oder der neue Genuss war, dass wir eigentlich nur Käse geschmolzen haben mit Kartoffel allein. Da schmeckt man die Gekochten Kartoffel wieder. Kartoffeln, ne? Kartoffel wieder ganz anders, als wenn man alles so zusammenrührt. Hatte ich auch eins gemacht, aber das schmeckte mir dann gar nicht mehr so. Also lieber, ja, Weniger ist mehr weniger soll. ist mehr. Also Ja. lieber nur mal ein oder zwei und den Käse dann so schön darüber. Nee, das war Eine Neuentdeckung. die zweite Neuentdeckung war, dass Barbara wollte Stolle machen oder hat ja auch Stolle. Wie sagt man denn, den Teich gemacht. Ein Und dank Stolle-ähnliches meiner Hilfe, ich Rezept. habe hin und her gewalzt nach Barbaras Gewalkt, ja. Anweisung Und hoch das und runter. Interessante war, dass als der Teig nach dem dritten Aufgehen so überquoll, dass wir dann den Behälter eingeweiht haben vom Fondue, Ach ja, stimmt. um Und da haben da gewalzt, drinnen genau. den Da Teig hat noch er auch gehen schon lassen seine. zu können. Ja, da hatte er seine erste Verwendung gefunden, weil wir gar nicht so eine große Schüssel hatten. Der Teig wurde immer mehr und mehr mit Nüssen und Mandeln und Rosinchen. Und das Neue war jetzt, dass es Roggenmehl Genau. war und Naja, und dann haben wir das. Marzipan hast du noch Aber drunter gemengt. ja, du hast es drauf und ich habe immer gemengt und gemengt hin und her. Das war Und die Gymnastik des Tages. ja, das ist schon Ja. eine sportliche Herausforderung. Aber es war schon ein gutes Rezept, wie du es gemacht hast. Es schmeckt eigentlich lecker. Man könnte ja doch mal die Zutaten sagen. Das war Roggenmehl. Was hast du noch? Rosinen und Marzipan. Ja. Vanillezucker, Ahornsirup, Ah ja, der haben wir. Nüsse, Mandeln und also klein Ja. gehackt. Und Vanillezucker, ne? Hat's auch Ja, noch. Vanillezucker. Aha. Ja, Aber kein Hefe. richtigen Zucker, ne? Hefe Nee, war auch nee, noch nee, drin. nee. Nee, und das ist also noch was Wunderbares dann rausgekommen. Zwar nicht so, wie wir es vielleicht uns vorgestellt haben. Es ist dann gebacken worden, ne? Bei Ja. 150 oder so ähnlich, ja. 170 Grad eine Stunde. Ja. Und ist Und unsere Winterneuentdeckung. Jetzt haben genau, wir das heute schmeckt Morgen noch. total lecker. Also der Teich ist ja jetzt nicht so jetzt wie Stolle geworden, sondern eher wie Klätzen, ne? Wir sind inspiriert worden von dem Klätzenbrot, was wir beim Langbauer bei unserem Genau. Und das geht aber Zelt in diese Richtung. bauen. Schmeckt und eine feine Süße, nicht zu süß, eine feine, angenehme, Fruchtige fruchtige Süße. Süße. Ach, Orangensaft, ein Schuss Oh ja, Orangensaft hatte ich siehste. auch noch Ja, reingemacht, ja.
Ja, und da werden wir jetzt also dieses Jahr einmal Stolle haben und einmal, ich nenne das einfach mal Das Stollen Barbara-Brot. oder Barbara-Brot. Wo wir schon keine Barbara-Zweige gefunden haben in diesem Jahr, gibt es wenigstens Barbara-Brot. Ja, also das ist was, was ich mir vorstellen kann, was wir beibehalten Ja, als traditionelles können. Weihnachtsbrot, genau. Ja, anstelle von zu viel So viel Süßgebäck Süß, und genau. auch kein industriell verarbeitetes, sondern Oh. noch in guter ralphinischer Handarbeit hier. Ein Gemeinschaftswerk. Ja, da war man recht zufrieden. Das roch auch so gut, ne, Ja. in der Wohnung. Wir hatten gestern nur einen kleinen Spaziergang Gemacht, aber haben gemacht. dann auch noch schön am Nachmittag gesessen. Und hier so ein bisschen so in der Stille, das machen wir auch eigentlich selten, Ja. um unseren Adventskranz herum und die Pyramide angemacht und das Räuchermännchen. Und es ging. Auch für meine liebe Frau, die ja sonst nicht so bei Weihnachten ist. Und dann nur im Maßen 3, 4 Liedchen von Carreras und Ach ja, das war es ja auch noch, ne? ja, das war es ja auch noch mal in den Ohren gehört. Wo man nichts verstand. Wo du natürlich gleich gegoogelt hast, um es dann mal übersetzen. Ja, es war ja zum Einschlafen. Das war Und es zum Einschlafen. waren ja auch so Schlaflieder für den kleinen Prinzen da. Naja, aber dir hat es getaugt und für mich war Ich es. kenne das schon, habe ich schon vor 15, 20 Jahren schon mit meinen Kindern gehört. Darum ist mir das so vertraut. Ach Diese ganz so. uralte CD. Die habe ich aber mir Aha. später Neu neu gekauft, mal gekauft zugelegt wieder. bei Amazon. Wo bin ich da nie gewesen? Da gab es die tatsächlich noch. Die leben ja gar nicht mehr alle, die drei Tenöre. Der Pavarotti ist ja schon tot, meine ich, ne? Und Kachel. Carreras auch? Nee, der Also, Carreras, den gibt es immer. Der macht immer noch ja. seine Gala. Und der dritte, wer war denn das? Weißt du es noch? Nein. Carreras, Pavarotti, die großen Star-Tenöre. Ach, Schatz. Naja, das werden wir nachliefern. Also unser gemeinsamer Nenner sind ja die Höhner, das Kölsche. Auch eine Art von. Das sind keine Tenöre, die Höhner, glaube ich. Nee, aber von der Weihnachtsmusik Von der her, Weihnachtsmusik. Das ist der hat man ja gemeinsame. schon. Gerade in der Vorweihnachtszeit, da kann es ja auch ein bisschen witzig, ein bisschen flott vonstatten gehen. Ja, hatte ich gestern auch gedacht. Aber ich finde auch mal schön so eine stille, so eine beruhigende Musik. Du nicht so, ne, oder? Doch, das Hältst kann du schon ich aus, ne? auch, aber ich muss jetzt nicht unbedingt beim Prinzchen in allen Nein, Varianten. es war doch gar nicht so. Ja, war das so? Nee, Ja, es war das auch war. Joy to the World, war das letzte. Das hatte ich Ach dann in der so, ja, Ohren zu hören. Das gut. ist mein Lieblingslied, Joy to the Ja, World. Das ja, geht ja. eigentlich auch ein bisschen flotter ab. Aber die Giselle, die andere, was wie nennt man denn das? Süße Sopran. Sopran, die singt, da kommt es noch schöner raus. Da haben sie auch noch so Klingglöckchen hinten dran. Das werden wir jetzt vielleicht gleich, nachdem wir Aber das. nicht die Frau hat hinten dran keine Klingglöckchen. Okay, das hören wir uns jetzt gleich nochmal an, Liebste. Hältst du das aus? Ja, gut, aber Dann dann ist hier noch, zum dann nächsten zum Baba. nächsten Mal.